Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at. Ein aus ich stolze 47 Jahre waren Thomas Gottschalk und seine Thea ein Paar, über 40 davon waren sie verheiratet. Zwei Söhne, Roman, 36, und Tristan, 29, gingen aus der Ehe hervor. Bei Auftritten zeigten sich der Entertainer und seine Frau stets verliebt und glücklich. Doch nun soll alles vorbei sein. Gegenüber der deutschen Bild bestätigte der Anwalt der Gottschalks offiziell die Trennung. Die beiden Söhne wurden bereits vor einigen Wochen informiert. Quelle: heute.a. Der Grund für das Eheaus ist offenbar eine neue Frau an der Seite von Thomas Gottschalk. Carina Emros soll das Herz des 68-Jährigen erobert haben. Sie ist 57 Jahre alt und arbeitet als Kontrollerin beim Südwestrundfunk, SWR. Auf Geburtstagsfeier kennengelernt. Laut Bild hatten sich die beiden bereits im vergangenen Jahr auf der Geburtstagsfeier von TV-Produzenten Werner Kimmich kennengelernt. Dort sollen sie sich lange angeregt unterhalten haben. Aus Freundschaft wurde offenbar schnell Liebe. Ende November 2018 waren sie gemeinsam bei der 16. Benefizgala zugunsten des Fördervereins Krebskranker Kinder e.V. im Europapark in Rust, heißt es in der Bild. Wellnessurlaub in Italien. Und wenige Wochen vor der Bekanntgabe der Trennung erschienen Gottschalk und seine neue Freundin bei einem Abendessen des SWR. Im März sollen sie dann auch noch einen Wellnessurlaub in Meran, Italien, gemacht haben. Seine noch Ehefrau Thea wurde von Gottschalk laut Bild über seine neue Lebenssituation aufgeklärt. Eine offizielle Stellungnahme des Entertainers zu seiner neuen Liebe gibt es vorerst aber noch nicht. Punkt. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, WIL. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.